Ich begrüße euch zum einfachsten Arena-Kampf des ganzen Spiels gegen Pyro. Ha, ich bin Pyro, der heiße Arena-Leiter von der Zinnoberinsel. Hier, ich kämpfe mit meinen heißen Feuer-Pokémon. Werde alle Herausforderungen verbrennen. Du sollst besser Feuerheiler haben. Nein, ich habe Hyperheiler. Die tun es nämlich auch, Kumpel. Yay, Pyro mit seiner Glatze. Und sein Bart ist auch falsch. Los, Fukano. Wow, Noraka, zeig's ihm. So weit oben sind meine Level gar nicht mehr. Aber ich habe ja auch viel übersprungen, was ich noch nachholen muss. Aber das wird so oder so kein Problem für mich. Und Bonita! Weiß gar nicht mehr. Hast du auch Magma wie im Anime? Würde man sagen schon. Und Galoppa, wuhu, richtiges Turbo-Murmann. Könnte mir gut vorstellen, dass er schneller ist als Turtok. Nee, doch nicht. Mein Panzertier-Pokémon ist schneller als sein Turbo-Pferd? Also Pyro. Akani, du hast keinen Magma? Jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Na komm, es bringt dir nichts, wenn du meinen Angriff senkst. Setz du Spezialattacken an. Wasser! Deine Schwäche! Oh, das hat nicht ganz gereicht. Und ich wollte schon sagen, ich gewinne den Kampf in unter 2 Minuten. Leider doch nicht ganz. Ja, da er sich jetzt eh heilen wird. Bis. Weil sonst würde Surfer ihn wieder in den roten Bereich trennen, dann wird er wieder einen Trank einsetzen. Ihr wisst doch, wie das ist. Super effektiv. Naja, unterhalb von 2,5 Minuten ist er auch ganz gut. Pling, Noraka. Boah, 47 schon. Und der 7. Orden gehört mir. Ja. Ah, nicht mal Asche ist geblieben. Du hast den Vulkanorden redlich verdient. Jo. Ha. Der Vulkanorden erhöht die Spezialstatus deiner Pokémon. Ja, yeah. Du kannst das auch haben. Der macht 38, ist das Feuersturm? Feuersturm, die ultimative Feuertechnik. Verschwende sie nicht am Wasser-Pokémon. Nee, da bringt dir nämlich gar nichts. Und jetzt muss ich hier rausschleichen, weil ich ja in der Arena nicht rennen darf. Oh Mann, zum Glück haben sie das in Diamant und Perl geändert. Na, genießt noch die Musik, solange es geht, solange es geht. Und nix wie raus hier. Boah. Hey, Bill. Hey, wenn das nicht Nagi ist. Hey, ich bin's, Bill. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt immer noch mein Ladungssystem. Yep, das tue ich. Und das erweist mir gute Dienste. Hey, hör mal. Wenn ich da schon hier bin, willst du etwas Zeit mit dir verbringen? Hey, Bock hast du mich etwa an, oder was? Da ist eine Insel. Die Einsinsel genannt. Wow. Ein Freund hat mich eingeladen. Und, soll ich, ob ich mitkommen will? Na, okay. Warum nicht? Let's go. Boah, das eigene, dein eigenes Speedboot, oder was? Dein Kumpel hat ein Boot. Boah. Na klar, warum nicht? Ein kleiner Vergnügungstrip. Und somit betreten wir zum ersten Mal die Sevi Islands, eine neue Region im Spiel. Hier sind wir, das ist One Island, Insel 1 einfach. Yep, es gibt mehrere Inseln in dieser Gegend und dies ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Boot geschickt, um mich aufzugabeln. Und er kümmert sich um das Netzwerk, das PC-Netzwerk auf dieser Inselsystem. Yep, wir gucken mal, was er so macht. Hey, fettes Pokémon Center. Cooler PC. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hier gekommen bist. Wie geht's mit deiner Forschung voran? Oh, warte eine Sekunde. Nagi, das ist mein Kumpel Celio. Er ist ein PC-Maniac. Ja, das ist Nagi und Nagi wird mal Pokémon Champion. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Yep, ich habe null Interesse in Kämpfen. Oh. Aber trotzdem, ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ja, wie läuft deine Maschine, Celio? Läuft falsch, aber
Returium Mordort hier. Oh, die beiden PCs von Bill und Celia können nicht miteinander kommunizieren. Ja, könnt ihr es reparieren? Könnt ihr was dagegen machen? Wie, jetzt soll ich warten? Oh, der Typ nebenan hat eine Spielhalle. Er hat eine Schwäche für seltene Steine und Juwelen. Okay. Ah, ich soll ihm diesen Meteoriten geben. Kein Ding. Mach ich doch. Wie, noch mehr? Ah, ein Pass. Cool. Ah, jetzt kann ich zu den Inseln hin und her tuckern. 1, 2 oder 3. Und eine extra Karte gibt's auch noch. Wow, wow, wow. Neues Territorium, das wir betreten können. Wow. Insel 1, Insel 2 und Insel 3. Eine niedliche kleine Inselregion. Wie nett. So ist Feuerrot und Blattgrün neben Pokémon Gold Silver die einzige Edition, die zwei Regionen hat. Kanto und die Sevi Islands. Finde ich nett. So, was gibt's denn hier noch so? Kindle Road. Weiß nicht, gehe ich da jetzt lang? Ja, ich gehe jetzt lang. Ja, ich möchte zwei einsetzen. Nolka, go! Da, 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 da. Ui, da steht eine Schwimmerin. Ah, ich bekomme einen Sonnenbrand. Dann leg dich nicht in die Sonne. Geh ins Wasser oder so. Abigail. Abigail. Man könnte auch sagen, Abigail. Anton. Oh, der Anton hat aber ein cooles Cappy. Jetzt habe ich nicht mehr den richtigen Typ. Bis. Ja. Ich hätte mal besser mal mit Pokémon gehalten. Och nee. Tu mir das doch nicht an. Biss. Komm, beiß ihn. Yay, gut gemacht. Hallo. Und noch ein Enthorn. Na, diesmal wechsle ich aber. Jotzeba, dein Job. Und Rasierblatt. Schnippidi Schnipp. Das ist noch ein Enton. Nein, Entoron. Boah. Jetzt haust du richtig auf die Kacke oder was? Auch wenn es überhaupt nicht aussieht wie Entoron. Nee, echt, das sieht kein bisschen aus wie Entoron. Und Abigail wurde besiegt. Ah, du bist grauenhaft. Na, tut mir leid. Aber ich musste doch gewinnen. Surfer. Und Schutz. Da, 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 da. Na. Da, was haben wir denn hier? Oha, zu viel Gedöns. Wie weit geht die Insel? Shit, ich glaube, da habe ich einiges zu tun. So viel zu. Ich mache einen kleinen Kurzurlaub. Wir sind auch wieder nur Trainer. Jupp. Wir sind mit einer kleinen Übung. Immer doch. Ich lasse keine Gelegenheit aus, um noch stärker zu werden. Claire. Becken. Go, Nolka. Jetzt bist du wieder am Vorteil. Und ich sollte hier mal wieder jemand anderen einsetzen. Nolka hat schon wieder alle überholt. Wow. Und Pikachu. Oh, süß, Pikachu ist wieder da. Und ich habe vergessen zu wechseln. Verdammt. Spül Pikachu weg. Sorry, Pika. Und Miaz. Mazi. Miau. Und ja, Surfer. Da, 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 da. Und Pipi. Oh, Pipi. Pipi. Moment mal, Pipi. Pipi.
Ich hab noch Pipi in der Pension, fällt mir gerade ein. Ich hab doch mal mit dem Gedankenspiel, es ins Team zu nehmen, aber irgendwie habe ich den Gedanken verworfen. Ich muss mal eben mal gucken, wie es Pipi ergangen ist. Mache ich mal, wenn ich wieder zurück in Kanto bin. Da. Ah, das hat dich ins Schwitzen gebracht, ne? Okay. Fuhuhuhu. Zu viele Trainerkämpfe hier. Und da ist der nächste Picknicker. Puh. Tja, im nächsten Video werde ich da mal diese Insel komplett erkunden. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Seid gespannt.